Okay, 12 Uhr, wir fangen an. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen oder auch ÖRR 1. Wie immer vorab, gibt es organisatorische Fragen? Irgendwelche Fragen bis jetzt zum Ablauf der Übungen, der Vorlesung, irgendwas Technisches? Es gab ja eine kleine Diskussion darüber, ob die Lösungsvorschläge aus den ersten beiden Gruppen jeweils immer schon hochgeladen werden sollen. Und ich denke, ja, die allermeisten können damit leben, dass wir sie vorher schon, also dass wir sie immer direkt hochladen. Und ich denke, unterm Strich haben wir da eine Caldo-Hicks-Verbesserung. Wenn wir mal davon ausgehen, dass einige Verlierer sind, weil sie sich nicht beherrschen können und dann doch in die Lösungsvorschläge reingucken. Wir sind inzwischen in der dritten Woche angelangt. Morgen ist kein Tutorium. Morgen ist 1. Mai. Genau, das wird dann nächste Woche nachgeholt und dafür fällt nächste Woche Donnerstag dann ein Tutorium aus. Okay, wenn es keine Fragen vorab gibt, dann fangen wir direkt an. Wir haben nämlich einiges vor, oder Sie haben einiges vor. Wie immer vorab zur Literatur. Das wird jetzt relativ oft da stehen. Lesen Sie die relevanten Kapitel entweder im Schäferort oder im Kuterjulen. Warum? Naja, das sind so grundlegende Standardthemen. Das können Sie nachlesen, wo Sie wollen. Sie haben meine Folien, Sie haben meine Notizen, Sie haben die Vorlesungsaufzeichnung und Sie können das nachlesen in jedem Standard Rechtsökonomik-Lehrbuch. So, wir machen weiter mit Deliktsrecht und wir waren Telefon. Wir waren stehen geblieben bei der sogenannten Learned-Hand-Formel. Erinnern wir uns zurück, was hat man festgehalten? Fahrlässig handelt, wer eine Vorsichtsmaßnahme nicht ergreift, die weniger kostet, als sie im Erwartungswert Schaden vermeidet. Okay, das ist erstmal die Definition. Wo könnten wir da Probleme kriegen? Vorsichtsmaßnahme an sich können wir relativ leicht definieren, aber was ist mit den erwarteten Schäden? Okay, das ist nicht immer im konkreten Fall so ganz leicht zu definieren. Wir hatten gesehen, wie Richter Learned Hand das damals in diesem Fall gemacht hatte, wo sich ein Schiff vom Kai gelöst hatte, weil, egal warum, aber es war niemand an Bord, um es gegenzulenken und es hat immer einen Schaden entstanden. Aber wie kann man denn konkret so einen Erwartungsschaden berechnen? Da treten einige Probleme auf. Nehmen wir mal das Beispiel, passt jetzt vom Wetter nicht so ganz genau, das Beispiel von Schnee auf dem Gehweg vor Ihrem Haus, okay? Oder vor Ihrem Studentenwohnheim, ich weiß nicht. Nehmen wir mal an, Sie haben keinen Hausmeister, sondern sind alle eingeteilt für Kehrwoche. Ich glaube, das gibt es im Süden Deutschlands. Und eigentlich müssten wir dann, um da einen Erwartungsschaden auszurechnen, ganz genau wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand am Haus vorbeiläuft, wenn noch nicht geräumt ist, wie viele Leute daran vorbeilaufen, wie wahrscheinlich es dabei ist, dass jemand ausrutscht, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn jemand ausrutscht, dass er sich dabei was Schlimmes tut und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles extrem schwer im konkreten Fall auszurechnen. Außerdem müssten wir genau wissen, was für ein Schaden entsteht, habe ich eben schon gesagt. Zum Beispiel, und die Kosten der Schadensvermeidung sind auch unklar. Wie hoch ist denn tatsächlich der Aufwand für Sie, für mich, den Gehweg rechtzeitig zu räumen? Muss ich dafür viel früher aufstehen? Das kann mit sehr hohen Kosten verbunden sein. Bin ich eher so eine schwächliche Person und für mich ist es sehr anstrengend, den Gehweg zu räumen, dann ist es auch mit hohen Kosten verbunden. Oder friere ich sehr leicht, dann muss ich mich ganz dick einpacken. Also es gibt unterschiedliche Kosten der Schadensvermeidung. Muss ich vielleicht Arbeitszeit, verliere ich vielleicht Arbeitszeit dadurch? Das sind alles unterschiedliche Kosten der Schadensvermeidung in diesem Beispiel. Außerdem gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten der Schadensvermeidung. Man kann Salz streuen, man kann nur Split streuen, man kann nur räumen, man kann danach noch hinterher kehren, man kann dann drüber streuen, man kann nur einen Spalt breit räumen, man kann den ganzen Gehweg räumen. Also Sie merken schon, ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Oder wenn man viel Geld hat, kann man einfach eine Heizung unter dem Gehweg installieren. Das ist dann die Luxusvariante. Aber Sie merken, es gibt viele Möglichkeiten, den Schaden zu vermeiden. Alle mit unterschiedlichen Kosten verbunden. Okay. Bleiben wir bei diesem Punkt, dass es mehrere Möglichkeiten der Schadensvermeidung gibt. Wenn wir tatsächlich mehrere Möglichkeiten haben, den Schaden zu vermeiden, dann
müssten wir irgendwie ökonomisch uns entscheiden, welche zuerst ergriffen werden sollte. Okay? Oder insgesamt in welcher Reihenfolge die Maßnahmen ergriffen werden sollten. Wenn wir zum Beispiel Maßnahmen streuen, räumen, kehren haben, müssen wir eine Entscheidung über die Reihenfolge treffen. Okay? Wahrscheinlich macht es nicht so viel Sinn, erst zu streuen und dann zu räumen. Okay? Weil dann, ja. Und das können wir viel allgemeiner, das können wir viel allgemeiner fassen, das werden wir gleich rein ökonomisch machen. Ganz einfaches Beispiel hierzu, sagen wir, der Schaden, Betrüge im Schadensfall 2000 Euro, das ist jetzt ganz abstrakt, ohne jeden Bezug. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert, wenn keine Sorgfaltsmaßnahme ergriffen wird, sei 10%, 0,1, nennen wir auch P. Das heißt, unser erwarteter Schaden ohne Sorgfaltsmaßnahme beträgt 200. Ne? Also der Erwartungswert von 2000 mal 10% ist 200. Und jetzt haben wir zwei unterschiedliche Maßnahmen, die wir ergreifen könnten. Die eine kostet 80 Euro, die andere kostet 70 Euro. Jede ist mit der gleichen Wirkung verbunden, nämlich dass sie die Schadenswahrscheinlichkeit halbiert, egal ob schon eine Maßnahme ergriffen wurde oder nicht. Okay? Das heißt, wenn ich nur die eine Maßnahme für 80 Euro ergreife, dann ist die Schadenswahrscheinlichkeit nur noch 0,05% und dann ist der erwartete Schaden auch nur noch 100. Okay, bei so einem ganz einfachen Setup können wir uns jetzt die Frage stellen, welche Maßnahme sollen wir ergreifen und in welcher Reihenfolge sollten wir sie ergreifen? Klar, die Wirkung ist gleich, die eine ist billiger. Wir machen erstmal die Maßnahme für 70 Euro. Dann können wir uns fragen, lohnt sich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, irgendeine Maßnahme zu ergreifen? Wie können wir das feststellen? Der erwartete Schaden, habe ich ja eben schon gesagt, verringert sich durch die erste Maßnahme um 100 auf 100 Euro. Ne? Vorher ohne Maßnahme hatten wir einen erwarteten Schaden von 200. Jetzt haben wir nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 5%, macht einen erwarteten Schaden von 100. Das heißt, die Wirkung dieser Maßnahme ist, dass sie den Schaden um 100 verringert. Und diese Wirkung 100 ist aber größer als die Kosten, die wir haben, nämlich von 70 Euro. Also lohnt sich diese erste Maßnahme laut Learn-It-Hand-Kriterium. Lohnt sich dann auch noch die zweite Maßnahme? Was meinen Sie? Die zweite Maßnahme für 80 Euro sollten wir dann auch noch durchführen? Ja. Dann würde der wahrscheinliche Schaden noch, oder der erwartete Schaden noch bei 50 Euro liegen. Okay. Und dann wären ja die Kosten von insgesamt 150 Euro reduziert. Genau, richtig. Der Kommilitone hat recht. Die Wahrscheinlichkeit, die Schadenswahrscheinlichkeit reduziert sich ja nochmal um die Hälfte auf 2,5%. Dann haben wir nur noch einen erwarteten Schaden von 50. Das heißt, wir haben eine Wirkung von 50 Euro, aber Kosten von 80 Euro. Und das heißt, wir sollten die zweite Maßnahme dann nicht mehr durchführen. Okay, das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, keine Angst, es bleibt nicht so leicht. Wir haben uns jetzt gefragt, welche Maßnahmen sollte zuerst ergriffen werden und jetzt ein schwierigeres Beispiel. Wir haben immer noch zwei Maßnahmen und jetzt schauen wir uns nur die Reduktion an. Die erste Maßnahme, M1, reduziert den erwarteten Schaden um 22 Euro. Okay, das ist die Reduktion direkt im Schaden. Und ist verbunden mit Kosten von 20 Euro. Die zweite Maßnahme reduziert den Schaden um 45 Euro, kostet aber 30 Euro. Okay? Welche Maßnahme soll jetzt als erstes ergriffen werden? Sie merken schon, mit unserem ersten Kriterium von eben kommen wir jetzt nicht weiter. Beide lohnen sich, ne? Beide haben eine höhere Wirkung, als sie jeweils mit Kosten verbunden sind. Und deswegen schauen wir uns einfach mal an, wie viel Schaden pro Euro vermieden wird. Teilen also die zweite Spalte durch die dritte und kommen dann eben auf die Reduktion im Erwartungsschaden je Euro. Dann haben wir bei der ersten Maßnahme eine Schadensreduktion pro Euro von 1,1, ne? Also 22 durch 20. Also wie viel Schaden wird reduziert pro Kosten. Warum machen wir das? Wir versuchen beide Maßnahmen in der gleichen Einheit zu messen, damit wir sie vergleichen können. Okay? Wir hatten vorher Äpfel und Birnen und haben es jetzt auf den gleichen Nenner gebracht.
Und bei der zweiten Maßnahme haben wir eine Schadensreduktion pro Euro von 1,5. Okay, wir sollten also erst die zweite Maßnahme ergreifen, weil sie pro Euro mehr Schaden vermeidet. So, wie ändert sich das Ergebnis, wenn wir jetzt noch mehr potenzielle Maßnahmen zur Verfügung haben? Wir haben jetzt noch M3 und M4, die dritte Maßnahme. Wie Sie sehen, erreicht eine Schadensreduktion pro Euro von 5 durch 15 sind 0, also ein Drittel, 0,4 oder 3. Und die vierte Maßnahme, 16 durch 20, erreicht eine Reduktion pro Euro von 0,8. Dann können wir wieder eine Reihenfolge bilden, nach der die Maßnahmen ergriffen werden sollten, nämlich erst immer noch M2 zuerst, dann M1, dann M4 und dann M3. Okay, das ist die Reihenfolge, in der wir die Maßnahmen ergreifen sollten, wenn wir sie wirklich alle ergreifen wollen. Und das können wir auch noch grafisch machen. In dieser Grafik haben wir jetzt auf der vertikalen Achse den erwarteten Schaden, E von Sch. Und auf der X-Achse haben wir die Kosten der Sorgfalt. Wahrscheinlich in Euro, weil wir eben die Einheit Euro hatten. Und so, wir wissen, die erste empfohlene Maßnahme kostet 30, reduziert den Schaden um 45. Das können wir das können wir so eintragen. Ne? Kosten von 30 tragen wir auf der Achse der Kosten ab, auch der horizontalen, und die Schadensreduktion geht dann auf der vertikalen Achse von 45. So, die zweite Maßnahme war M1 und die kostet 20, reduziert den Schaden um 22. Das tragen wir so ein. Dritte Maßnahme war M4. Kostet 20, reduziert den Schaden um 16. Und die letzte Maßnahme, M3, kostet 15 und reduziert den Schaden um 5. Okay. Und jetzt, dadurch, dass wir es so schön sortiert haben, sehen Sie, wir haben eine Kurve des erwarteten Schadens, die zunächst steil ist und dann immer flacher wird. Okay, macht ja auch Sinn, wir haben ja die Maßnahmen sortiert nach Effektivität. Warum macht man das? Naja, wenn wir so eine Reihenfolge der Maßnahmen gebildet haben, kommt immer eine fallende, konvexe Funktion raus. Okay, ganz wichtig, müssen wir uns merken, müssen wir im Hinterkopf haben, eine konvexe Funktion. Habe ich schon mal gesagt, wie man auf konkav kommt oder wie man sich das merken kann. Konkav, da steckt das Wort cave drin. Und eine Cave würde man so malen, okay? Das Gegenteil konvex ist dann so. Ganz einfach. So, wir haben uns jetzt nur gefragt, in welcher Reihenfolge die Maßnahmen ergriffen werden sollten. Aber wir haben uns noch nicht gefragt, ob wir wirklich alle Maßnahmen ergreifen sollten, okay? Um das rauszufinden, können wir entweder die Gesamtkosten betrachten oder nach Learn at Hand. Frage? Nee. Oder nach Learn at Hand vergleichen zwischen den Kosten und der Schadensvermeidung pro Maßnahme. Die erste Maßnahme reduziert den Schaden um 45, kostet 30, sollte also ergriffen werden. Zweite sollte nach dem Kriterium auch ergriffen werden. Und wir sehen bei M4 und M3 sind jeweils die Kosten der Maßnahme höher als die jeweiligen Wirkungen. Okay, das heißt, M4 und M3 sollten nicht ergriffen werden. Sie kosten mehr, als sie im Erwartungswert Schaden vermeiden. Warum haben wir dann überhaupt die Reihenfolge gebildet? Es ist praktisch. Stellen Sie sich vor, alle Schäden würden verdoppelt werden. Okay, sorry. Ich habe die Animation nicht gemacht. Wir fragen uns, warum sollten wir die Reihenfolge machen? Die Reihenfolge ist wichtig. Erstens, wenn wir uns vorstellen, alle Schäden würden sich verdoppeln würden, dann würde sich was Neues ergeben, vielleicht was die Lohnenswertigkeit angeht. Und dann ist es praktisch zu wissen, welche Reihenfolge wir einhalten sollen, weil die Reihenfolge bleibt ja gleich, wenn wir alle Schäden gleich verändern. Zweitens ist es für die Grafik schön, weil wir dann einen schönen konvexen Verlauf kriegen. Das brauchen wir. Drittens ist es relevant, wenn sich das Recht nicht nach dem Learn-at-Hand-Kriterium richtet, also zum Beispiel zu hohe oder zu niedrige Sorgfalt verlangt, auch dann ist die Reihenfolge relevant. So, wenn wir jetzt beantwortet haben,
welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, können wir uns erstmal Platz schaffen in der Tabelle. Okay. Herr Wangenheim hat viel Spaß an PowerPoint-Animationen. Die Maßnahmen können wir jetzt umbenennen, damit wir nicht so leicht durcheinander kommen mit der Reihenfolge. Wir nennen es jetzt ABCD, damit wir die Reihenfolge nicht mehr durcheinander kriegen. Und jetzt besprechen wir eine häufige Fehlerquelle, einen häufigen Fehler im Verständnis bei Studenten und aber auch teilweise, ja, zum Beispiel in der Politik. Wir nehmen wieder an, ganz ohne Maßnahme sei der Schaden 100. Und jetzt tragen wir erstmal den erwarteten Gesamtschaden nach der jeweiligen Maßnahme ein. Okay? Wenn wir die erste Maßnahme ergreifen, reduziert das den Schaden um 45, das heißt 145, da haben wir 55. Okay? Wenn wir dann noch zusätzlich die zweite Maßnahme ergreifen, haben wir den Schaden nochmal um 22 reduziert, haben wir nur noch einen Gesamtschaden von 33, dann nur noch von 17, dann nur noch von 12. Okay? So kommen wir auf den Gesamtschaden. Und in der letzten Spalte können wir noch die gesamten Sorgfaltskosten eintragen. Das sind die kumulierten Kosten der Sorgfalt. Wenn wir nur die erste Maßnahme ergreifen, dann haben wir Kosten von 30. Die sind hier abgetragen. Wenn wir noch zusätzlich die zweite Maßnahme ergreifen, die 20 kostet, haben wir insgesamt jetzt Kosten von 50, ne, für Maßnahme A und B. Und wenn wir dann noch die dritte Maßnahme ergreifen, haben wir Kosten von 70 und dann mit allen Maßnahmen Kosten von 85. So, Sie sehen jetzt bei den letzten beiden, die letzten beiden Spalten könnte man auch versuchen zu vergleichen. Irgendwie so vom Bauchgefühl her könnte das Sinn machen, Gesamtschaden mit Gesamtkosten zu vergleichen. Aber das ist genau der Fehler, den ich meine. Das sollte man niemals machen. Denn es geht im Learn-It-Hand-Kriterium immer darum, wie viel Schaden zusätzlich vermieden wird pro zusätzlicher Maßnahme, ne? Und nicht, wie insgesamt der Schaden aussieht. Sie sehen, wenn wir hier die Spalten vergleichen würden, würden wir zum Ergebnis kommen, dass schon die zweite Maßnahme sich nicht mehr lohnt. Und wir haben ja gesehen, nach dem Learn-It-Hand-Kriterium lohnt sich die zweite Maßnahme noch. Und was ich damit sagen will, es kommt nur auf die jeweilige Schadensreduktion und die jeweiligen Kosten an. Okay? Für jede Maßnahme überlegen wir uns individuell, was hat sie für eine Wirkung, was hat sie für Kosten und danach entscheiden wir, ob sie sich lohnt oder nicht. Okay? Und die Reihenfolge hat dann nur noch mit der jeweiligen Effektivität zu tun. Das sehen wir auch, wenn wir das Beispiel ein bisschen abändern. Jetzt ist der Schaden ohne Sorgfaltsmaßnahme 165 statt 100. Das heißt, wir können die Tabelle dementsprechend anpassen. Nach der ersten Maßnahme haben wir dann nur noch einen Schaden von 120. Das sind 165 minus 42. Nach der zweiten Maßnahme 98, dann 82, dann 77. Und wenn wir das mit den gesamten Sorgfaltskosten vergleichen, die sich ja nicht geändert haben, dann würden wir jetzt nach diesem Kriterium, nach diesem unsinnigen Kriterium auf einmal darauf kommen, dass die ersten drei Maßnahmen sinnvoll sind, obwohl wir ja wissen, dass die dritte Maßnahme sich individuell gesehen nicht lohnt. Okay? Weil es so häufig vorkommt, der Fehler, auch in Bezug auf die Klausur, sage ich es gerne nochmal, es kommt nur auf diese Vergleiche hier drüben an, individuelle Schadensreduktion und individuelle Kosten der Maßnahme. Okay. Und Sie sehen hier noch eine interessante Eigenschaft dieses Kriteriums, nämlich dass, ob sich die Maßnahmen lohnen oder nicht und welche Reihenfolge wir da haben, das war jetzt völlig unabhängig davon, wie viel Schaden ursprünglich entstanden wäre, ne? Ohne Sorgfalt. Also das ist eine ganz gut interessante Eigenschaft. Und wir können jetzt verschiedene Versionen des Learn-It-Hand-Kriteriums definieren. Was wir letzte Vorlesung gesehen haben, was Learn-It-Hand selber gesagt hat oder übersetzt wäre, ein Schaden ist dann schuldhaft verursacht worden, wenn die Kosten seiner Verhinderung geringer gewesen wären als das Produkt aus Schadenshöhe und Schadenswahrscheinlichkeit. Wenn wir dann ein bisschen weiter im Urteil blättern, das habe ich nicht gemacht,
Finden wir auch noch eine Formulierung: fahrlässig handelt, wer eine Sorgfaltsmaßnahme nicht ergreift, die weniger kostet, als sie im Erwartungswert Schäden vermeidet. Eine solche zu ergreifende Vorsichtsmaßnahme kann auch die Ausweitung einer bereits ergriffenen Maßnahme sein. Okay, ganz wichtig. Da haben wir jetzt den Faktor drin, dass wir können erst Maßnahme A machen oder wir können Maßnahme A und B machen. Ne? Das heißt, mehr Sorgfalt. Es geht also nicht nur darum, ob entweder sorgfältig oder nicht, sondern es kann auch verstetigt werden. So, und wichtig ist, bei der ersten Formulierung müssen wir sehr vorsichtig sein, denn da geht es nur um das Produkt aus Schadenshöhe und Schadenswahrscheinlichkeit. Okay? Und da steht aber nichts davon von vermeidbar oder durch die Maßnahme vermeidbar, und das genau ist das Wichtige. Ne? Genau, das ist logisch gesehen zum Beispiel, das ist logisch gesehen der Grund dafür, warum es oft zu der eben besprochenen Fehlerquelle kommt. Deswegen, also die erste Definition sollten wir lieber ein bisschen ausklammern. Und damit wir über das Gleiche sprechen, können wir jetzt das sogenannte marginalisierte Learn-at-Hand-Kriterium formulieren, und daran werden wir uns auch weiter orientieren. Nehmen wir an, wir können Sorgfalt in ganz kleinen Schritten messen. Wenn wir zum Beispiel zurückkehren zum Gehweg-Beispiel, wenn ich ganz pingelig bin, könnte ich nach Gramm Streu unterscheiden, wie viel ich räume. Ja? Wie viel Gramm streue ich pro Quadratzentimeter oder wie viele Quadratzentimeter oder wie viel Prozent des Gehwegs mache ich frei? Das kann man ja irgendwie stetig messen, ne? In ganz kleinen Schritten. Und dann kommen wir zum sogenannten marginalisierten Learn-at-Hand-Kriterium. Sie wissen, überall wo irgendwas mit Marginal... Ich habe mein Handy leise gestellt. Ich bin sicher, Sie können das auch. Dann... Oder habe ich das? Ja. Meins ist leise, Ihres sollte es auch sein. Fahrlässig handelt, wer seine Sorgfalt nicht so weit ausweitet, dass zusätzliche Sorgfalt nicht mehr zu mehr Erwartungsschadenreduktion als Sorgfaltskostensteigerung führt. Okay, Sie merken, die Formulierung ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, aber das ist nur, weil wir das jetzt immer auf die kleinen Schritte bezogen uns formuliert haben. Solange Sie also durch eine Ausweitung Ihrer Sorgfalt noch mehr Schaden im Erwartungswert zusätzlich reduzieren können, als Sie für diese Maßnahme zusätzlich Kosten aufwenden müssten, solange sollten Sie Sorgfalt aufbringen nach dem marginalisierten Learn-at-Hand-Kriterium. Ein Beispiel dazu. Wenn wir die sogenannte im Verkehr erforderliche Sorgfalt festlegen, nach Learn-at-Hand-Kriterium, können wir auch sagen, wir sind in einer Art Verschuldenshaftung oder wir sind in einem Regime mit Verschuldenshaftung. Und dazu ein Zahlenbeispiel. Das ist genau das Beispiel, was wir eben schon hatten. Wir hatten ja gesagt, wenn wir Maßnahme A ergreifen, bringt das mehr, als es kostet. Die Maßnahme ist also erforderlich. Wenn wir zusätzlich B ergreifen, haben wir immer noch mehr Schaden reduziert, als wir zusätzlich Kosten haben. Auch diese Maßnahme ist erforderlich nach der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, ne? Denn die ist ja nach Learn-at-Hand-Kriterium festgelegt. Und bei Maßnahme C haben wir dann aber mehr Kosten, als im Erwartungswert Schaden vermieden werden. Ganz wichtig, wir schauen uns jetzt nur diesen zusätzlichen Effekt durch die Maßnahme C an. Woran sehen wir das in der Tabelle? Hier haben wir A und B und hier haben wir A und B und C. Ne? Und der Unterschied zwischen diesen zwei Zahlen ist C. Ne? Und das ist das, was wir zusätzlich machen. Das ist unser kleiner Schritt, den wir gehen. Und was bringt dieser kleine Schritt? Eine Schadensreduktion von 16. Was kostet dieser Schritt? 20. Dieser Schritt ist also nach der im Verkehr erforderlichen Sicherheit, Sorgfalt, nicht erforderlich. Und genauso können wir für den letzten Schritt D argumentieren. Und Sie sehen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt können wir dann ex post so definieren als die Grenze, ne? Das Ausmaß an Sorgfalt, wo gerade noch Sorgfalt erforderlich ist. Okay? Jetzt können wir noch anschauen, wie viel Restschaden übrig bleibt.
wieder ausgehend von einem ursprünglichen Schaden von 100, wenn keine Maßnahme ergriffen wird. Wir wissen, nach der ersten Maßnahme haben wir noch einen Restschaden von 55, dann von 33, weil ja zusätzlich 22 Schaden vermieden wird, dann 17 und dann 12. Dann können wir noch eintragen die Gesamtkosten der Sorgfalt. Das haben wir eben schon mal gemacht. Die kumulierten Sorgfaltskosten, also wenn wir nur die eine Maßnahme ergreifen, haben wir nur die Kosten dieser einen Maßnahme. Wenn wir A und B ergreifen, haben wir insgesamt Kosten von 50. Wenn wir A und B und C ergreifen, Kosten von 70. Und wenn wir alle ergreifen, von 85. Okay? Warum machen wir das? Wir wollen wissen, wie das Ganze auf Verhalten wirkt. Ne? Wir haben jetzt nur quasi normativ festgelegt, okay, welche Maßnahmen sollten ergriffen werden. Aber werden diese auch wirklich ergriffen? Das ist die Frage, die wir uns dann stellen aus ökonomischer Sicht. Dafür überlegen wir uns, wie hoch sind die erwarteten Gesamtkosten des Schädigers, wenn wir von der Verschuldenshaftung ausgehen. Und zwar von der Verschuldenshaftung, bei der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt durch das Learned-Hand-Kriterium festgelegt wurde. Okay? Und wie wir eben gesehen haben, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt wurde festgelegt bei A und B. Okay? Das ist das Niveau an Sorgfalt, das wir brauchen, um nicht fahrlässig zu sein. Wie hoch sind denn die Gesamtkosten des Schädigers, wenn er nur Maßnahme A ergreift? Was sind die Gesamtkosten des Schädigers? Wir haben zwei Arten der Kosten. Einmal seine Sorgfaltskosten und dann auch noch die Kosten für Schadensersatz, den er zahlen muss, wenn er für fahrlässig befunden wird. Wenn er für fahrlässig verurteilt wird. Ich weiß nicht, ich kann nicht so gut Jurasprache. Also, Kosten 30 wissen wir. Sorgfaltskosten von 30 für die erste Maßnahme. Und weil er aber nicht beide Maßnahmen ergriffen hat, wird er für fahrlässig befunden, muss also Schadensersatz leisten. Wir wissen, der Restschaden nach der ersten Maßnahme ist noch 55, das sind 100 minus 45. Das heißt, die Gesamtkosten des Schädigers, wenn er nur Maßnahme A ergreift, sind 85. Okay? Dann, wie hoch sind die Kosten des Schädigers, wenn er Maßnahme A und B ergreift? Frage an Sie. Wie hoch sind die Kosten, die Gesamtkosten des Schädigers, die er tragen muss, wenn er beide Maßnahmen ergreift? Sie sagen, die Kosten sind 50, richtig, weil er ist dann nicht mehr fahrlässig, das heißt, er muss keinen Schadensersatz leisten, hat nur noch seine Sorgfaltskosten. Okay, und jetzt spannend, wie sind die Kosten, wenn er zusätzlich noch Maßnahmen C ergreift? Ist man fahrlässig, wenn man zu viel Sorgfalt ergreift? Das heißt, wie hoch sind die Gesamtkosten des Schädigers? Ja? 70, genau. Nur noch seine Sorgfaltskosten, ne? Die hat er immer. Und genauso sind seine Gesamtkosten dann, wenn er zusätzlich noch Maßnahme D ergreift, 85. Okay, und jetzt wissen wir, wie seine Kostenfunktion aussieht. Und dann jetzt können wir eine Vorhersage darüber abliefern, wie sich der Schädiger tatsächlich verhalten wird. Wie wird er sich verhalten? Alles, was wir über ihn wissen, ist seine Kostenfunktion. Er wird seine Kosten minimieren, wenn er rational ist. Wo sind seine Kosten minim... Das ist auch unklar. Ja, die Rechnung bei ergriffener Maßnahme A. 30 sind die Sorgfaltskosten, ne? Und dann muss er ersetzen den Schaden, der entstanden ist. Und der Schaden, der entsteht, ist ja 55. Ne? Also hat ja eine Maßnahme ergriffen, die Maßnahme A, und dadurch reduziert sich der ursprüngliche Schaden von 100 um 45 auf 55. Wieso bei der zweiten Rechnung dann nicht? Da ist er nicht mehr fahrlässig. Da erfüllt er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Okay, das ist total wichtig. Wenn Sie also jetzt Verständnisprobleme haben, müssen Sie es jetzt sagen. Sonst straft Sie das Leben.
Sorry. okay, wo war ich denn? Wir wissen über den Schädiger nur seine Kosten, wir wissen seine Kostenfunktion. Das heißt, alles, was wir über ihn sagen können, wenn er rational ist, ist, er wird seine Kosten minimieren. Wo sind seine Kosten hier minimal? Oh Wunder, genau bei Maßnahme A plus B. Ne? Hier sind die Kosten des Schädigers minimal. Das heißt, in diesem Beispiel haben wir, dass der Schädiger sich rationalerweise gerade so verhält, wie es die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verlangt. Okay? Das heißt, wir haben das individuelle rationale Verhalten ist deckungsgleich mit dem gesellschaftlich rationalen Verhalten. Jetzt die wichtige Frage, ist das Kaldor-Higgs-effizient? Sie erinnern sich, Kaldor-Higgs-effizient bedeutet, dass keine Kaldor-Higgs-Verbesserung mehr möglich ist. Okay? Was war eine Kaldor-Higgs-Verbesserung? Wenn wir durch die Veränderung so viel extra Gewinne hätten, dass wir potenziell die Verlierer kompensieren könnten und immer noch mindestens einer besser gestellt wäre. Okay. Jetzt überlegen wir uns, von der zweiten Zeile ausgehend, wenn der Schädiger jetzt noch zusätzlich Maßnahme C ergreift, was passiert denn dann an Veränderungen? Er hat zusätzliche Kosten von 20, okay, und gesellschaftlich wird der Schaden reduziert um 16. Ja, 16 reicht nicht, um Kosten von 20 zu kompensieren und immer noch irgendjemand besser zu stellen. Das heißt, nach oben ist keine Kaldor-Higgs-Verbesserung mehr möglich. Nach unten, wenn wir Maßnahme B wegnehmen, da stellen wir den Schädiger schlechter, weil er insgesamt Kosten von 85 hat. Genau, und wir haben auch sowieso mehr gesellschaftlichen Schaden. Okay, da gibt es gar keinen Gewinner. Das heißt, nach oben ist auch keine Kaldor-Higgs-Verbesserung mehr möglich. Wir sehen, wenn wir bei Maßnahmen A plus B sind, ist keine Kaldor-Higgs-Verbesserung mehr möglich. Genauso ist eine Situation definiert, die Kaldor-Higgs-effizient ist. Das heißt, diese Situation hier ist Kaldor-Higgs-effizient. Das kann man auch an den gesamten Unfallkosten aller Beteiligten sehen, aber das ist inhaltlich genau das, was ich eben gemacht habe. Das können Sie sich dann auf den Folien noch genauer anschauen. Was passiert jetzt noch? Ich weiß nicht. So, wir haben gesehen, dass die Festlegung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nach dem marginalisierten Learned-Hand-Kriterium zu einem optimalen Ergebnis führt. Und zwar auch im Sinne des Kaldor-Higgs-Kriteriums. Jetzt können wir uns fragen, ob das allgemeingültig ist, zumindest für den Fall der einseitigen Schadensverursachung. Okay, wir sind ja jetzt noch in einer Welt, wo wir uns nur den Schädiger anschauen. Okay, wir sind noch nicht in einer Welt, wo der Geschädigte auch Vorsicht walten lassen kann. Ne? Weil, ja, keine Ahnung, stellen Sie sich, man muss ja jetzt nicht unbedingt, wenn es schneit, mit Tanzschuhen draußen rumlaufen, ne? Zum Beispiel. Ja? Das wäre ein Beispiel, wo der Geschädigte auch hätte Sorgfalt walten lassen können. Hm? Bisschen komisches Beispiel, aber können uns auch zum Beispiel eine Leiter überlegen, okay? Ich repariere gerade am Haus was, bin oben auf der Leiter und Sie laufen vorbei und bleiben zufällig mit Ihrer Handtasche dranhängen und es entsteht ein Schaden und da ist jetzt die Frage, ob ich die Leiter hätte geschickter hinstellen können, okay? Um den Schaden zu vermeiden. Die Frage war, ob das allgemeingültig ist. Das kann man algebraisch zeigen, ist aber sehr kompliziert. Kompliziert wollen wir typischerweise nicht. Daher werden wir uns das Ganze grafisch anschauen. Implizit ist es genau das Gleiche, wie wenn wir das algebraisch machen, bloß grafisch veranschaulicht. Ne? Weil die Grafik muss ja irgendwie aufbauen auf irgendeiner Mathematik. Das heißt, wir brauchen eine sehr allgemeine und abstrakte Grafik. So. Wir übernehmen dabei in den Grundzügen die Grafik von vorhin. Das heißt, auf der horizontalen Achse haben wir Sorgfalt gemessen oder das Ausmaß an Sorgfalt. Und wir nehmen an, diese Sorgfalt können wir irgendwie stetig messen. Ne? Also Sie erinnern sich zum Beispiel in Gramm Streu. Und auf der vertikalen Achse, da steht jetzt mal nichts dran, weil da messen wir verschiedenste Größen.
So, als erstes haben wir hier die erwarteten Schäden in Abhängigkeit von der Sorgfalt. Und Sie wissen ja, weil wir vorhin die Sorgfaltsmaßnahmen sortiert haben und wir nehmen auch hier an, dass sie sortiert sind, kommt dabei eine konvexe Kurve raus. Ne? Also eine Kurve, die immer flacher wird. Außerdem brauchen wir noch eine zweite Kurve, nämlich die Sorgfaltskosten. C nennen wir die in Abhängigkeit von x. Also erstmal ganz allgemein würden wir sagen, die Sorgfaltskosten C sind eine Funktion C von x. Okay? Und weil wir es aber schön einfach haben wollen, nehmen wir einfach mal an, die Kosten sind genau x. Okay? Das heißt, den Aufwand, den wir in x, den wir in Sorgfalt reinstecken, den können wir direkt in Euro messen. Und dann brauchen wir das C nicht mehr, sondern können direkt sagen, C ist gleich x. Okay, das ist nur eine Vereinfachung. Wir könnten genauso gut annehmen, dass die Funktion immer steiler wird oder immer flacher, ne? Je nachdem, was wir annehmen über den Zusammenhang zwischen Sorgfaltskosten und Aufwand. Aber jetzt ist es erstmal gleichgesetzt. So, wie minimieren wir jetzt die Gesamtkosten? Wir brauchen erstmal die Gesamtkosten. Wie kriegen wir die Gesamtkosten? Das ist jetzt der Spoiler. So sehen die Gesamtkosten am Ende aus. Nehmen wir uns einen beliebigen Punkt x1, irgendwo da links. Okay, und bei diesem beliebigen Punkt x1 wissen wir, wir haben Sorgfaltskosten in der Höhe und erwarteten Schaden in der Höhe. Die gesellschaftlichen Gesamtkosten ist nichts anderes als die Summe der beiden Sachen. Also addieren wir das und tragen es ab als Punkt. Das können wir hier so machen, indem wir das eine einfach hochschieben und kommen damit auf den entsprechenden Punkt der Gesamtkostenkurve. Okay? Und das können wir überall machen. Nehmen wir uns zum Beispiel... Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt für alles, was wir heute noch machen werden und auch in der nächsten Vorlesung. Die gesellschaftlichen Gesamtkosten in diesem Modell sind die Schadenskosten, also der erwartete Schaden, plus die Sorgfaltskosten. Nehmen wir uns noch einen zweiten beispielhaften Punkt, x2. Bei x2, bei diesem Niveau an Sorgfalt, haben wir einen erwarteten Schaden hier unten auf der Kurve e von s, und das schreiben wir eben so, e von s gegeben x2, und wir haben zusätzlich noch Sorgfaltskosten in der Höhe. Sie sehen, das ist jetzt umgekehrt in der Reihe, also wir haben jetzt viel höhere Sorgfaltskosten, und wiederum können wir addieren, grafisch können wir das machen, indem wir das eine hochschieben und kommen auf den Punkt der Gesamtkostenkurve, nämlich hier. Ne? Das können Sie zu Hause nachprüfen, das können Sie an jedem Punkt x machen, und dann kommen wir auf diese gekrümmte Kurve, die k nennen wir die, und da steht es nochmal drin. Ne? K ist definiert als e von s gegeben x plus c. Und das ist nichts anderes als die erwarteten Gesamtkosten aller Beteiligten. Warum erwartet? Weil da drin steckt ein Element drin, das ein Erwartungswert ist, und deswegen ist das auch die Summe ein Erwartungswert. So, das Schöne ist, diese Gesamtkostenkurve hat ein Minimum, und genau da, wo das Minimum ist, haben wir gesellschaftlich optimale Sorgfalt. Okay? Minimum ist da, wo die Steigung gerade 0 ist, und da können wir eintragen, ist die gesellschaftlich optimale Sorgfalt. Warum? Weil die gesellschaftlichen Gesamtkosten da minimal sind. Okay? Das Optimum können wir auch anders finden. Wir müssen nämlich nur die Steigungen der beiden ersten Kurven anschauen. Die Steigung einer Kurve ist ja nichts anderes als die Veränderung dessen, was wir an der vertikalen Achse abtragen, relativ zur Veränderung dessen, was wir an der horizontalen Achse abtragen. So. Die Steigung der Kostenkurve ist einfach, denn die ist konstant. Wir wissen ja, die Kostenkurve ist eine Gerade, weil wenn wir x als Funktion von x eintragen, ist das auf jeden Fall eine Gerade. So, die Steigung ist also konstant. Die sagt uns, um wie viel steigen die Kosten, wenn wir ein bisschen mehr Sorgfalt reinstecken. Okay? So, die Steigung der Erwartungsschadenkurve sagt uns, um wie viel ändern sich die erwarteten Schäden bei ein bisschen mehr Sorgfalt. Okay?
Sie wissen, das ist eine negativ-konvexe Funktion, die hat immer eine negative Steigung, aber die Steigung variiert, je nachdem, an welchem Punkt wir sind. So, und weil die Funktion k die Summe der beiden Kosten, ersten Funktionen ist, wissen wir, dass die Steigung auch die Summe der Steigung der beiden Kurven ist. Und wie Sie sehen können, gilt, dass im Gesamtkostenoptimum die Steigung der Erwartungsschadenkurve und der Sorgfaltskostenkurve im Beitrag gleich sein müssen. Okay? Im Betrag meine ich. Die Steigungen müssen im Betrag gleich sein, denn dann geben Sie in der Summe genau 0. Wenn Sie das lieber algebraisch haben möchten, wenn Sie die Funktion k ableiten nach x, dann haben Sie vorne einen Term, nachdem Sie ableiten, und hinten einen Term. Beides gibt Ihnen jeweils eine Ableitung, und wenn wir das dann 0 setzen, das ist ja die erste notwendige Bedingung für ein Minimum, für ein Optimum, dann sehen Sie, dass die beiden Ableitungen im Betrag gleich 0 sein müssen. Okay, und so können wir auch das Optimum hier finden, indem wir einfach gucken, wo die Steigungen gleich sind. Und Sie sehen, da wo wir vorhin das Minimum hier der Gesamtkosten gefunden hatten, da ist die Steigung, diese und diese, die sind im Betrag gleich. Okay? Bloß, also ja, die Erwartungsschadenkurve hat halt eine negative Steigung und die andere hat eine positive Steigung. So, jetzt wissen wir, wo das Optimum ist. Sorry. So. Wir wissen bei x-opt, das nennen wir jetzt mal die optimale Sorgfalt, bei x-opt ist die optimale Sorgfalt, das heißt, links davon ist weniger als optimale Sorgfalt, links davon ist der Schädiger fahrlässig. Woran sehen wir das? Die Steigungen, wie sehen denn die Steigungen links vom Optimum aus? Sagen wir mal, wir würden so viel Sorgfalt aufwenden. Die Steigung der Sorgfaltskosten ist immer noch so und die Steigung der Erwartungsschäden ist jetzt steiler. Okay? Das heißt, der Betrag der Steigung ist hier größer. Was heißt das? Wir können sagen, die Kostenkurve steigt dort schwächer als die Erwartungsschadenkurve sinkt. Inhaltlich bedeutet das etwas mehr zusätzliche Sorgfalt führt zu mehr Reduktion im Erwartungsschaden als zu zusätzlichen Kosten. Das heißt, wir sollten gesellschaftlich gesehen unsere Sorgfalt noch ausweiten. Okay? Wo ist das nicht mehr der Fall? Da, wo die Steigungen gerade gleich sind. Im Optimum bei x-opt. Wer also weniger als die optimale Sorgfalt ergreift, also irgendwo links von x-opt ist, handelt nach Learned Hand fahrlässig. Und wer gerade x-opt ausgibt oder mehr, ist nicht mehr fahrlässig. Genau. Okay, wir haben uns überlegt, was links von der optimalen Sorgfalt ist. Was ist denn rechts von der optimalen Sorgfalt? Schauen wir uns doch mal diesen Wert an. Hier ist die Steigung der Kostenkurve größer als die Steigung der Erwartungsschadenkurve. Das heißt, etwas mehr Sorgfalt führt zu weniger Reduktion im Erwartungsschaden als zu Kostensteigerung. Okay, das klingt schon verdammt nach dem Learned-Hand-Kriterium, was wir eben hatten. Das heißt, lohnt sich nicht mehr. Oder, aber Sie müssen aufpassen, das hat jetzt nichts mehr mit Fahrlässigkeit zu tun, denn wir wissen ja, alles, was x-opt oder mehr ist, ist nicht mehr fahrlässig. Ne? Also zu viel Sorgfalt ist erlaubt, gesellschaftlich gesehen. Es ist bloß nicht effizient. Und wenn wir das Kaldor-Higgs-Kriterium anwenden, sehen wir sofort, dass eine kleine Reduktion der Sorgfalt Richtung links mehr beim Schädiger sparen würde an erwarteten Schäden, als sie an zusätzlichen umgekehrt. Nach Kaldor-Higgs können wir sofort sehen, dass eine kleine Reduktion der Sorgfalt Richtung links von unserem Punkt mehr beim Schädiger sparen würde, also an Sorgfaltskosten, als es einen zusätzlichen Schaden beim Geschädigten auslösen würde. Ne? Weil die Steigung der Sorgfaltskostenkurve ist ja größer.
im Betrag. Okay, das sind jetzt zwei ganz wichtige Elemente gewesen für die grafische Analyse. Links vom optimalen Niveau sind wir fahrlässig, rechts davon nicht. Und um es nochmal festzuhalten, genau bei X-Opt haben wir in dieser Grafik also definiert die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Links davon sind wir fahrlässig, rechts davon nicht, aber rechts davon würde es sich lohnen, die Sorgfalt zu reduzieren. Wie verhält sich denn der Schädiger? Nur weil X-Opt optimal ist, wird der Schädiger sich auch nicht unbedingt automatisch so verhalten. Das haben wir ja eben mit der Tabelle geprüft und das müssen wir bei der Grafik hier auch prüfen. Wir müssen uns zunächst überlegen, was der Schädiger an Schadensersatz erwartet. Wenn er weniger als die im Verkehr erforderliche Sorgfalt aufwendet, ist er fahrlässig und muss Schadensersatz leisten. Das heißt, links von X-Opt ist die Kurve des erwarteten Schadensersatz, also deckungsgleich mit der Erwartungsschadenkurve. Ganz wichtig, links von X-Opt ist das, was der Schädiger an Schadensersatz leisten muss, genau dem, was an Schaden entsteht. Okay? Deswegen sind die hier deckungsgleich. Der erwartete Schadensersatz des Schädigers ist hier diese grüne gestrichelte Linie. Ab X-Opt und rechts davon ist der Schädiger nicht mehr fahrlässig und hat null Schadensersatzzahlung zu erwarten. Deswegen verläuft die erwartete Schadensersatzkurve dann ab diesem Punkt genau unten auf der X-Achse. Aber das ist noch nicht das ganze Bild. Das ist jetzt nur der erwartete Schadensersatz des Schädigers. Was sind denn seine Gesamtkosten? Sie erinnern sich, seine Gesamtkosten ist nicht nur das, was er an Schadensersatz zahlen muss, sondern auch das, was er tatsächlich für Sorgfalt ausgibt. Wenn wir das aufaddieren, kommen wir auf diese rote Kurve, die ich Ihnen gleich zeige. Links von X-Opt sind für den Schädiger die Gesamtkosten, also seine Gesamtkosten. Übrigens, ich rede immer von der Schädiger und der Geschädigte. Das soll nicht diskriminierend sein, das ist einfach eine Gewohnheit. Ich könnte auch die Schädigerin und die Geschädigte sagen. Oder ich könnte es ganz neutral ausdrücken. Schädigende und die klappt nicht. Okay. Okay, es ist aber nicht diskriminierend gemeint, dass hier nur Männer in den Beispielen vorkommen. Links von X-Opt wissen wir, dass die Gesamtkosten des Schädigers deckungsgleich sind mit den gesellschaftlichen Gesamtkosten. Das ist der rote Teil hier. Warum? Wir wissen, der Schädiger muss, wir wissen, er trägt den gesamten Schaden, der entsteht, plus seine Sorgfaltskosten. Und wir wissen, die Summe dieser beiden Funktionen ist nichts anderes als die gesellschaftlichen Gesamtkosten und die haben wir hier schon abgetragen als diese U-förmige Funktion. Das heißt, links von X-Opt ist diese rote Kurve hier, sind das die erwarteten Gesamtkosten. Was ist ab X-Opt und rechts davon? Was sind da die Gesamtkosten des Schädigers? Ab da sind die Gesamtkosten des Schädigers nur noch deckungsgleich mit seinen eigenen Sorgfaltskosten, denn er muss ja keinen Schaden mehr tragen. Okay? So. Und ganz wichtig, der Punkt X-Opt, der gehört noch mit dazu. Ne? Also an der Stelle X-Opt sind die Gesamtkosten des Schädigers hier, ne? Und nicht hier. Ganz wichtiger Punkt, Vergleich. Oder für jetzt. Wie verhält sich der Schädiger? Wir wissen, der Schädiger minimiert seine Gesamtkosten. Wo sind seine Gesamtkosten minimal? Wo hat diese rote Funktion mit dem Sprung ihr Minimum? Sie sehen es genau hier bei X-Opt, weil da dieser Sprung ist und bei diesem Sprung zählt dieser Punkt. Deswegen ist da das Minimum der Gesamtkosten des Schädigers. Und siehe da,
der Schädiger wird genau X-Opt spielen. Er wird genau die im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten lassen. Wir sehen also, dass die Verschuldenshaftung mit Festlegung der optimalen Sorgfalt nach dem marginalisierten Learned-Hand-Kriterium genau zu optimal sorgfältigem Verhalten führt. Zumindest hier im Fall der einseitigen Schadensverursachung. Okay, und jetzt, da wir eine erste Vorhersage haben, ein erstes positives Resultat, ein beschreibendes Resultat, können wir dieses Ergebnis, wir könnten es entweder irgendwie versuchen, normativ zu bewerten, oder wir können es vergleichen mit anderen beschreibenden Resultaten. Wir machen Letzteres. Wir werden es vergleichen mit anderen Haftungsregeln. Das war das, was wir eben rausbekommen haben. Verschuldenshaftung mit Festlegung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nach dem marginalisierten Learned-Hand-Kriterium führt zu optimal sorgfältigem Verhalten. Und die Frage ist jetzt, geht das auch mit anderen Haftungsregeln? Es gibt viele verschiedene Haftungsregeln, die man sich in so ökonomischen Modellen vorstellen kann, alle in Anlehnung an die Realität. Wir werden es erstmal vergleichen mit der sogenannten Gefährdungshaftung. Und zwar so interpretiert, dass der Schädiger immer haftet, egal ob wie sorgfältig er war. Okay? Das heißt, in dieser einfachen Modellwelt bedeutet Gefährdungshaftung, dass der Schädiger immer haftet. Okay? Im deutschen Recht ist das noch weiter differenziert, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Man könnte sich auch eine ganz andere Regel anschauen, nämlich, dass der Schädiger nie haftet, egal wie sorgfältig er ist. Aber das, ich denke, da können wir ganz leicht vorhersagen, was passieren wird. Wie vorsichtig wird der Schädiger denn sein, wenn er nie haftet? Lauter. Gar nicht, genau. Der Schädiger minimiert seine Kosten. Und weil er nur seine Sorgfaltskosten tragen muss, auf jedem Punkt der Kurve, wählt er Sorgfaltskosten von 0. Der Schädiger wählt genau 0 Sorgfalt und wir wissen, dass das nicht sozial optimal ist. Okay? Das heißt, die Regel, dass der Schädiger nie haftet, ist schon mal sozial nicht wirklich wünschenswert. Schauen wir uns also mal den Fall an, wenn der Schädiger immer haftet. Wenn der Schädiger immer haftet, dann sind seine Gesamtkosten ja immer gleich den gesellschaftlichen Gesamtkosten. Ne? Denn er trägt immer seine eigenen Sorgfaltskosten und er trägt auch immer den Schadensersatz, egal wie sorgfältig er ist. Wo ist dann das Minimum der Gesamtkosten des Schädigers? Sie sehen, die rote Kurve des Schädigers ist jetzt durchgehend deckungsgleich mit den gesellschaftlichen Gesamtkosten. Wo hat der Schädiger jetzt ein Minimum? Genau da, wo auch das gesellschaftliche Optimum ist. Okay? Hier ist das Minimum seiner Gesamtkosten. Das heißt, wenn er immer haftet, wird er auch optimale Sorgfalt spielen. Okay? Vom Bauchgefühl hätten Sie jetzt vielleicht was anderes gesagt. Vielleicht hätten Sie gesagt, wenn er immer haftet, wird er auch null Sorgfalt spielen. Aber da ist dann nicht berücksichtigt, dass er ja auch immer Schadensersatz leisten muss. Das heißt, interessanterweise haben wir bei der Gefährdungshaftung auch das Ergebnis, dass der Schädiger optimale Sorgfalt wählt. Kommen also auf den ersten Blick auf dasselbe Ergebnis wie bei der Verschuldenshaftung. Das heißt, auf den ersten Blick können wir nicht entscheiden, welche Regel besser ist. So, und um das ein bisschen unterscheiden zu können, in welchen Fällen eventuell die eine Regel besser ist als die andere, schauen wir uns jetzt den Fall an, dass der Sorgfaltsmaßstab, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, falsch angesetzt wird. Ne? Denn in dieser Modellwelt ist natürlich leicht anzunehmen, der Richter wird genau das richtige X-Opt finden, aber in der Realität ist es ja nicht so, dass der Richter da sitzt und dass ihm sein Rechner sagt, okay, das hier wäre jetzt genau die optimale Sorgfalt gewesen. Okay? Das heißt, wenn wir da ein bisschen Fehlerspielraum haben, kann der Sorgfaltsmaßstab zu niedrig angesetzt sein oder zu hoch. Was ist, wenn er zu niedrig angesetzt ist? Wir sind dann nicht mehr bei x-opt als Maßstab, sondern irgendwo links davon.
bis zu diesem Punkt X Ibis ist man fahrlässig und ab diesem Punkt und rechts davon ist man nicht mehr fahrlässig. Okay, das heißt, bis zu diesem Punkt ist der Schadensersatz gleich dem erwarteten Schaden und ab Erfüllung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist der Schadensersatz gleich Null. Okay, gleiche Überlegung wie eben. Das heißt, für die Gesamtkosten des Schädigers bis zum festgelegten Sorgfaltsmaßstab sind die Gesamtkosten des Schädigers den gesellschaftlichen Gesamtkosten und ab diesem Punkt und rechts davon trägt er nur noch die Sorgfaltskosten. Das heißt, Sie sehen, diese Sprungstelle ist einfach ein bisschen nach links verschoben bei der Verschuldenshaftung. Was macht der Schädiger? Was ist sein optimales Verhalten hier? Die rote Kurve sind seine Gesamtkosten. Ja, er steigert auf jeden Fall nicht seine Sorgfalt bis zum Optimum, sondern halt nur bis zu X. Genau. Ja, Sie haben völlig recht. Der Schädiger hat einen Anreiz, er ist ja rational, er hat einen Anreiz, genau X Ibis zu spielen und nicht X Opt. Ne? Weil da sind seine Kosten minimal. Bei diesem Punkt hier sind seine Kosten minimal. Haben wir hier als X gewählt, eingezeichnet. Und im Ergebnis bedeutet das, bei Verschuldenshaftung mit Festlegung eines nach marginalisierten, einem Herrenkriterium zu niedrig gewählten Sorgfaltsmaßstab führt zu wenig sorgfältigem Verhalten. Okay? Es ist zu wenig Sorgfalt, als sozial optimal wäre. Genauso können wir uns den anderen Fall angucken, wenn der Sorgfaltsmaßstab zu hoch angesetzt wird. Irgendwo rechts von X-Opt. Wieder gilt, bis zu diesem Punkt ist man fahrlässig und ab diesem Punkt und rechts davon nicht mehr. Das heißt, bis zu diesem Punkt X-Ibis ist der Schadensersatz gleich dem erwarteten Schaden. Ab da und rechts davon 0. Für die Gesamtkosten heißt das, bis zu diesem Punkt deckungsgleich mit den Gesamtkosten der Gesellschaft. Und ab diesem Punkt und rechts davon haben wir nur noch die Sorgfaltskosten zu tragen. Wieder frage ich, was wird der Schädiger jetzt tun? Ich will nur sehen, ob Sie es verstanden haben. Jemand anders. Es ist total wichtig, dass Sie das auf Anhieb, also dass Sie das gut können, weil in der nächsten Vorlesung wird es viel komplizierter. Was kommt raus? Wie verhält sich der Schädiger? Ja. Genau. Der Schädiger spielt genau X Ibis, weil da ist diese Sprungstelle, da sind seine Kosten minimal. Ne? Und das heißt, wir sind wieder nicht im Optimum. Wenn wir den Sorgfaltsmaßstab zu hoch angesetzt haben, im Ergebnis Verschuldenshaftung mit Festlegung eines nach marginalisierten und Herdkriterien zu hoch angesetzten Sorgfaltsmaßstab führt zu sehr sorgfältigem Verhalten. Okay, wir haben einen Anreiz hier, zu vorsichtig zu sein. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Und das sehen wir jetzt. Was ist denn, wenn wir den Sorgfaltsmaßstab viel zu hoch ansetzen, nämlich hier ganz weit rechts, dann sehen Sie vielleicht schon, was rauskommt. Der Sorgfaltsmaßstab ist jetzt noch weiter rechts gesetzt. Das heißt,
Weiterhin die rote Kurve mit der Sprungstelle sind die Gesamtkosten. Und was ist jetzt das optimale Verhalten des Schädigers? Die Sorgfaltskosten liegen halt über das Optimum, deswegen wird er den Schadensersatz in Kauf nehmen. Genau, richtig. Die Sorgfaltskosten an dieser Sprungstelle hier sind auf einmal höher als hier links bei X-Opt. Das heißt, das optimale Verhalten des Schädigers in diesem Fall, wenn der Maßstab viel zu hoch angesetzt ist, das optimale Verhalten des Schädigers jetzt ist, sich gesellschaftlich optimal zu verhalten und X-Opt zu wählen. Der Schädiger sagt also, die Kosten der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wären viel zu teuer. Er wird lieber seine Sorgfalt reduzieren, etwas mehr Schadensersatz in Kauf nehmen und dafür viel mehr Sorgfaltskosten sparen. Okay? Ergebnis, Verschuldenshaftung mit Festlegung eines nachmarginalisierten Lernkriteriums, viel zu hohem Sorgfaltsmaßstab führt zu optimal sorgfältigem Verhalten. Das hat übrigens auch mit dem Ergebnis der Gefährdungshaftung zu tun. Sie erinnern sich, bei der Gefährdungshaftung hatten wir ja gesagt, wählt der Schädiger auch optimales Verhalten, weil da sind seine Gesamtkosten ja immer gleich den gesellschaftlichen Gesamtkosten. So, diese Regel hier mit viel zu hohem Sorgfaltsmaßstab, also Verschuldenshaftung mit viel zu hohem Maßstab, wenn Sie sich überlegen, der Maßstab wird unendlich hoch angesetzt, ist auch viel zu hoch, ja? Dann ist das nichts anderes als die Gefährdungshaftung. Weil dann ist er ja immer fahrlässig und er verhält sich dann auch optimal. Okay? Das heißt, wir können die Gefährdungshaftung aus theoretischer Sicht als einen Extremfall der Verschuldenshaftung interpretieren. Nämlich mit einem unendlich hoch angesetzten Sorgfaltsmaßstab bei Verschuldenshaftung. Hier nochmal im Überblick die Ergebnisse, die wir eben gesehen haben. Und vor dem Hintergrund, was wir bis jetzt gesehen haben, können wir ernsthaft die Verschuldenshaftung mit der Gefährdungshaftung vergleichen. Wenn wir die Gefahr haben, dass der Sorgfaltsmaßstab falsch gesetzt wird, ist die Gefährdungshaftung besser im Zweifel. Denn da haben wir ja immer optimale Sorgfalt. Und jetzt können wir uns fragen, ist die Gefährdungshaftung wirklich immer überlegen? Ein Fall, wo man sich überlegen kann, dass die Gefährdungshaftung nicht überlegen ist, ist bei Gefahr der unvollständigen Haftung. Was heißt das? Wenn also der Schadensersatz nicht ganz für den entstandenen Schaden aufkommt. In der Realität ist es ja auch nicht, wir haben ja gesagt, ein großes Problem für den Richter ist, die Schadenshöhe korrekt zu bemessen. Okay? Und wenn wir da eine Fehlerquelle drin haben, könnte es ja auch sein, dass der Schadensersatz nicht ganz für den Schaden aufkommt. Oder wenn irgendwelche körperlichen Schäden entstehen, ist es ja auch ganz schwer, da eine Zahl draufzulegen. Wenn ich zum Beispiel dadurch, dass sie mit ihrer Handtasche an der Leiter hängen geblieben bin und ich runtergefallen bin, wenn ich dadurch mein Leben lang Kopfschmerzen habe, dann könnte ich einen sehr hohen Geldwert drauf ansetzen und das wird mir kein Richter zugestehen. Okay, was passiert dann grafisch, wenn wir unvollständige Haftung haben? Wir unterstellen einen Faktor Alpha. Den der Schädiger als Anteil vom echten Schaden tragen muss. Sagen wir zum Beispiel die Hälfte. Okay, sagen wir, der Schadensersatz, den der Schädiger tragen muss, ist nur die Hälfte von dem echten entstandenen Schaden. Rechts von X-Opt und inklusive X-Opt ist es natürlich egal, denn die Hälfte von 0 ist 0. Aber links von X-Opt muss der Schädiger jetzt nur noch die Hälfte des Schadens tragen. Das heißt, die Gesamtkosten des Schädigers verschieben sich links von X-Opt auch nach unten. So würde dann die neue Gesamtkostenkurve des Schädigers aussehen. Und so wie es hier gezeichnet ist, haben wir immer noch optimale Sorgfalt bei X-Opt. Ne? Also auch dadurch, dass wir hier diese Verschiebung hatten, obwohl das passiert ist, haben wir jetzt hier noch das individuelle Optimum des Schädigers bei X-Opt.
Wir können also festhalten, Verschuldenshaftung mit richtig gewähltem Sorgfaltsmaßstab und unvollständige Haftung führt zu optimaler Sorgfalt. Okay, vielleicht muss man hier noch sagen, wenn dieses Alpha natürlich viel kleiner ist, dann klappt das irgendwann nicht mehr. Okay, aber was ist denn, wenn das Alpha sehr klein ist? Dann ist ja der Schadenswert, den der Schädiger tragen muss, auch nur noch sehr klein. Okay, und das bringt uns wieder sehr nah an eine Situation, wo er nie haften muss. Okay, wenn der Schädiger, selbst wenn er haften muss, nur sehr wenig zu zahlen hat, dann ist das sehr nah an einer Situation, wo er nie haften muss. Und wir wissen, bei einer Situation, wo er nie haftet, wird er null Sorgfalt wählen oder sehr wenig oder auf jeden Fall zu wenig. Wie ist es bei der Gefährdungshaftung? Wenn wir bei der Gefährdungshaftung unvollständige Haftung haben, nehmen wir wieder einen Faktor Alpha an, zum Beispiel die Hälfte, die an Schadensersatz geleistet werden muss, als Anteil vom echten Schaden. Dann, wir wissen ja, Gefährdungshaftung, da haftet der Schädiger immer, dann verschiebt sich die gesamte Gesamtkostenkurve des Schädigers, so. Und weil die konvex und weil die auch so gekrümmt ist, sehen wir, dass sich das Minimum jetzt nach links verschieben muss. Okay? Und wenn das Minimum jetzt weiter links ist, heißt das nichts anderes, als dass zu wenig Sorgfalt gewählt wird. Wir haben die Gesamtkostenkurve nach links verschoben, und zwar die ganze, oder nach unten von mir aus, und den Faktor Alpha. Das heißt, wir haben hier zu wenig Sorgfalt dadurch. Okay, und jetzt haben Sie einen theoretischen Fall gesehen, in dem die Gefährdungshaftung unterlegen wäre. Okay? Also nochmal zurückschauend. Wenn wir die Gefahr haben, dass der Sorgfaltsmaßstab nicht korrekt gesetzt wird, ist im Zweifel die Gefährdungshaftung besser, weil da der Sorgfaltsmaßstab total egal ist. Und wenn wir aber Gefahr der unvollständigen Haftung haben, ist im Zweifel die Verschuldenshaftung überlegen, weil diese Sprungstelle, die wir in der Verschuldenshaftung haben, die kann ein Stück weit diesen Fehler der unvollständigen Haftung ausgleichen. Und bei der Gefährdungshaftung haben wir diese Sprungstelle nicht und dadurch ist dann auch kein Fehlerausgleich möglich. Okay, und unterm Strich können wir also festhalten, die Verschuldenshaftung ist besser bei unvollständiger Haftung. Damit sind wir schon. Okay. Ah, ich war schnell. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Vorlesung. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns das Learn-and-Hand-Kriterium angeschaut für Fahrlässigkeit bei vielen möglichen Sorgfaltsniveaus. Grafisch. Wir waren immer noch in der Welt, wo nur der Schädiger Sorgfalt walten lassen kann. Wir haben uns im Vergleich dazu angeschaut, die Regel der Gefährdungshaftung. Und am Ende haben wir noch verglichen zwischen Verschulden und Gefährdungshaftung. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt der Vorlesung oder der Übung haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke.